Ja, meine Damen und Herren, es ist Frühling in Deutschland. Und dieses freudige Ereignis nehmen wir zum Anlass, ein altbewährtes Spiel zu spielen. Wir begeben uns gleich auf eine Eisfläche und werden dort ein 6-gängiges Menü zu uns führen. Das Ganze bei minus 10 Grad. Wer als Erster aufgibt, hat verloren. Wir spielen Aushalten. Für so ein festliches 6-Gänge-Menü auf dem Eis muss man sich natürlich richtig in Schale werfen. Denn so kann man nicht ins Fernsehen, wie wir angezogen sind. So, bereit, Winterscheid? Bereit geworden. Ja, dann legen wir los. Hast du so Restaurants, wo es immer ewig dauert, ne? Wirklich. Hier ist ja auch gar nicht so viel los, ne? Da fragt man sich, warum das hier so lange dauert, ne? Hier zieht's wie Hecht so. Mir war klar, dass wir den Platz kriegen, wo es zieht, ne? Oh. Vielleicht sollten wir, bevor wir zum schönen Teil des Tages übergehen, noch mal ganz kurz das Regelwerk, ne? Wer aufgibt, muss folgenden Satz sagen. Herr Ober, die Rechnung bitte. Von der Redaktion haben wir Joker bekommen. Die befinden sich da in dem Eiskühler, ihr Schweine, unter dem ganzen Eis. Und die sollen uns hier das Leben erleichtern, erwärmen und uns hier die Zeit so angenehm wie möglich gestalten. Ne? Ja. Herr Ober! Ist recht. Ach, mit Eis und Zitrone. Genauso wie ich ihn gerne mag. Also, könnte ich vielleicht einen Kaffee bekommen? Heißes Trinken haben wir nicht angeboten. Die Kaffeemaschine ist leider kaputt. Komm, erstmal. Was mit links? Schwabbel ist aber auch ganz schön, ne? Früher warst du doch immer der Schwabbel. Was ist denn los? Hier zieht's ein bisschen. Also ich bleib dabei, der Platz ist nicht gut. Aber ich werde danach mal einen anständigen Bericht schreiben. Das ist ja unmöglich. Och. Ein Gruß aus der Küche. Ja, schönen Gruß zurück. Das ist ein Eiswürfel mit Petersilie. Na, müssen wir das jetzt essen? Komm, einfach greif in die Trickkiste da. Kein Joker. Ist schon so schlimm? Ich bekomme ein Jäckchen. Ah ja, alles klar. Ein Gornjäckchen. Ja. Kleinigkeit zum Aufwärmen. Dankeschön. Leute, ich muss nachher mit dem Auto nach Hause. Seid ihr blöd oder was? Kann ich bei dir mitfahren? Dann würde ich den jetzt austrinken. Nee. Kann ich nicht bei dir mitfahren? Ja, komm, ex. Ernsthaft, wenn ich das jetzt exen würde, ne? Und ich kotze mich selber voll, dann hat das doch Körpertemperatur. Das ist das Jäckchen, was dann daraus kommt. Ein Jäckchen aus Kotze? Das wärmste Jäckchen ist ein Kotzjäckchen. Nee, das ist nicht meins. Das ist ja widerlich. Nicht, dass wir hier. Du bekommst etwas zum Drüberziehen. Wahrscheinlich bekomme ich nur ein Kondom, ne? Darf ich dir was anbieten? War nicht die Ansage, dass alles einen irgendwie erwärmt? Bei mir erwärmt es schon das Herz. Ja? Ja, muss man sagen. Ja. Du hast eine Nase, die aussieht wie ein Pimmel. Mir ist der Pimmel ins Essen gefallen. Kann passieren, ne? Das ist ja so ärgerlich, du. Entschuldigung. Was machst du denn? Die Hand wärmen. Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Ist das gefährlich? Für mich nicht. Kannst du bitte wenigstens dann das Ding in die Mitte stellen, wenn du jetzt schon die Regeln brichst? Stell sie hier hin. Von der Regel habe ich nichts gehört. Ja, wirf doch.
Sag mal. Stell die jetzt hier in die Mitte. Nee, mach ich nicht. Das ist Spaß. In die Mitte. Stell sie doch in die Mitte, Mann. Warum atmet das schon wieder so aus? Nie kann man mit dir essen gehen. Wirklich, ich bin doch traurig. Meine ganze Schminke ist schon auf. Ich sehe aus wie der letzte Vollidiot. Das ist ja unglaublich. Joko? Tragen? 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 Tut mir leid. Okay, akzeptiert. Danke. Oh, fuck, ey. I feel so wonderful, wonderful, wonderful the way I feel so wonderful.